Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir eine ausführliche Runde im Online-Modus gemacht, wo wir uns dort die ganzen Dörflerbitten geholt haben und einiges an unserer Ausrüstung verbessert haben. Und ganz zum Schluss haben wir sogar noch die ersten Deviants erjagt. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück im Solo, im Offline-Modus und werden uns hier auch endlich mal um die letzten Dörflerbitten kümmern. Es tut mir echt immer noch leid, dass es so ewig lange braucht, bis wir zum Hiring kommen. Aber ich sehe immer noch, oder ich denke immer noch, dass es Sinn macht, die jetzt wirklich alle abzuschließen. In Zukunft werden wir uns definitiv auch aktiver drum kümmern, um diese Dörflerbitten, damit wir die eben zeitnah erledigen und halt nicht wirklich alle erst, sobald wir dann durch sind, weil das macht halt auch keinen großen Sinn, die jetzt alle oder die so lange aufzuheben und dann alle auf einmal zu erledigen, weil dann verpasse ich ja auch die ganzen interessanten Sachen dadurch. Deswegen, in Zukunft werde ich mich da auf jeden Fall bessern, tut mir leid, wir werden dann gleich mit dem brüllenden Zinnore loslegen. Aber jetzt reden wir natürlich erstmal noch mit ein paar Leuten, weil, naja, jetzt will natürlich jeder mit uns reden, nachdem wir die Sachen im Online-Modus auch erledigt haben, zumindest die paar Sachen. Deswegen reden wir erstmal mit der Katzellnerin. So. Achso, beim Bistro vorbei. Okay, im Bistro schauen. Ich dachte, ein Bistro Schein. Ich dachte eigentlich, die hätte neue Sachen für uns. Okay, das hat aber nicht das geklärt, weil es hätte natürlich alles klären können hier in den verschiedenen Gebieten, weil das ja so eine Sache ist, die uns jeder Bistro-Manager sagen wird. Aber scheinbar nicht. Gut, dann reden wir nochmal mit dir. Neuer Tag mit neuen Berichten. Okay, interessant. Und das war's hier in Berna. Okay. In Berna waren also die sehr unwichtigen Leute da. Ach, und das war's auch im Aerotorium. Das heißt, grundlegend nur er hier hat sowohl Aerotorium als auch Berna beschäftigt. Gut, dann gehen wir doch gleich nach Kokoto. Das ging schneller als gedacht. Ich dachte, wir müssen jetzt hier wieder eine halbe Stunde lang rumlabern. Aber scheinbar geht das ziemlich schnell und ziemlich gut. Ah, guck mal, der Argosy-Captain. Wunderbar. Gehen wir doch gleich mal mit dem. Yokata, du bist wieder da. Und dank dir meine Lieferung auch endlich da. Hehe, ich muss den Ausdruck in meinem Gesicht. Ich sehe den Ausdruck in deinem Gesicht. Du neugierig, was ich bestellt habe, Jäger. Hohn, Bücher, viele. Wir leben im Zeitalter, in dem Informationen immer sehr wichtig. Ein goldenes Zeitalter mit mehr Wissen als je zuvor. Als Belohnung du bekommen. Nani? Tahen, arme Bücher. König Sutra vollgespuckt. Alles nass, nicht lesbar. Muri. Shimata, habe Neko nicht wasserdichte Lieferung beigebracht. Selbst schuld. Ha, egal. Alle Seiten da, also Bücher nur trocknen. Mondainai, kein Problem. Wie das hier, Bücher über Buki? Ja, eine Art Waffe. Siehst du? Mondainai. Neko hatte Pugi-Outfit in Lieferung. Jetzt deine Purecento. Purecento heißt Geschenk. Deva, ich höre die Meeresbrise, die Schmiede und deinen Pugi rufen. Okay, Waffenkodex erhalten und neues Pugi-Outfit. Wunderschön. Damit haben wir das fertig. Ansonsten will aber nochmal jemand in Kokoto mit uns reden. Der Dragonat, natürlich will er mit uns reden. War ja klar, das machen wir dann auch gleich. Ah, Jäger, danke für deine Hilfe. Deine Arbeit hat eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Deine Questbelohnung ist ein niedliches Set Puppenteile, woraus du in der Schmiede eine neue Waffe machen kannst. Sieht nicht furchterregend aus, aber triffst du die Monster damit, gehen sie sofort in die Knie. Nochmal Zenny, Dank für deine Hilfe, Jäger. Okay, das haben wir ja auch schon gesehen, dass wir damit diesen Bär machen können, der Schlafeffekt eben hat. Was ganz cool ist, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir den unbedingt jetzt benutzen werden. Und dann gehen wir noch schnell nach Pocke. Wenn es jetzt so schnell geht, können wir hier auch zwei, drei Leute noch mitnehmen. Je nachdem, wie viele da sind. Mal sehen. So, ihr beide seid eine Jägerlage-Quest, die wir später machen. Kameradenausrüster, okay. Was willst du von uns? Stimmt das, Jäger? Bist du extra für mich auf die Velocidrom-Pirsch gegangen? Ah, ja, der Dings, der Meister, der Kameradenausrüster hat uns da ja auf eine Quest geschickt, nicht wahr? Miau, dabei war ich doch noch niemals zuvor auf Miauste-Jagd. Es ist furchteinflößend, nicht wahr? Mit den roten Kamm und diesen riesigen Klauen, das wäre nichts für mich. Bitte, ich muss dich für meine Hilfe entschädigen. Ich habe eine neue Kameradenausrüstung für dich. Aber jetzt, wenn du entschuldigst, muss ich weiter an dem Geschenk für den Transschnurter werkeln. Okay, zum Abschluss bringen. Wunderschön. Dann reden wir noch mit ihr.
wir geben ja gerade bloß die ganzen Quests ab. Das ist ja das Schöne daran. Und dann kommen wir da auch ein bisschen voran. Danke, dass du den Tierkrieg für mich gejagt hast. Das wäre mir eine riesengroße Hilfe. Dank deiner Hilfe konnte ich in Ruhe nach den Materialien suchen. Nun habe ich sie endlich gefunden. Ich musste mich lange mit den Materialien befassen und verschiedene Techniken, die ich vom Meister lernte, erproben. Doch es ist mir gelungen, die legendäre Heldenklinge zu schmieden. Jedenfalls eine moderne Nachbildung derselben. Nicht ganz so legendär wie das Original, aber Perfektion entsteht aus vielen kleinen Schritten, sagte mein Meister. Das Schwert ist etwas zu klein, aber man kann zwei von ihnen schmieden und sie dann wie Doppelklingen verwenden. Ich habe den anderen Schmieden die Pläne und Materialien zur Herstellung der Klinge zukommen lassen, aber manche Materialien fehlen und müssen von dir geliefert werden. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, als sie von meiner Leistung hörten. Okay, die Reise des Helden. Wunderschön. Damit können wir uns die legendären Doppelklingen schmieden. Ist auch eine coole Sache. Und dann zum Abschluss noch die fangige Fällen. So rum. Können wir mit der nochmal reden und dann schauen, was wir dort so bekommen. Und dann können wir mit den Quests weitermachen. Yeah, Baby. Ob du absolut cool bist? Oh ja, du hast diesen Astolos absolut kalt gemacht. Der elektrisierendste Afro der Welt steht jetzt tatsächlich noch mehr unter Strom. Und dank dir ist der ultimative Afro jetzt fertig. Volltreffer. Zieh dir das mal rein. Ist das nicht die krasseste Frise, die du je gesehen hast, Baby? Ich stammele nur vor dir rum. Aber wir verstehen uns auch ohne Worte. Was wir heute geschafft haben, wird in der Hall of Funk verewigt. Auch wenn ich nicht mal hier bin, bleiben wir beide immer im Groove. So ist das eben, Baby. Also, Kopf hoch, Baby. Möge der Funk mit dir sein. Solange die Welt nicht untergeht, werden wir uns ganz sicher wiedersehen. Bleib dir treu. Okay, neues Pugi-Outfit hinzugefügt. Sehr schön. Wunderschön. Hä? Ach so, Vielfliegertour, oder was? Ja, okay. Ich hab doch meine Katze raus, natürlich. Wunderbar. Ich dachte mir gerade schon, was ist denn jetzt los? Dann hätten wir bloß noch Yokomo offen, da ich mir aber ziemlich sicher bin, dass wieder 50 Leute in Yokomo stehen und mit uns reden wollen. Machen wir zuerst den Sinore. Das wird schon passen. Wir machen den Sinore vielleicht mit einer anderen Waffe? Sinore hat eine... ich muss immer überlegen. Es müsste eine Eisschwäche sein, nicht wahr? Wasser oder Eis? Das weiß ich immer nie genau. Ach. Wenn wir jetzt im Monster Hunter World sind, könnte ich nachgucken. Aber der gute Herr, der uns die ganzen Monsterlisten gibt, die bringen uns ja nichts. Das ist ja das große Problem immer. Also es ist schön zu sehen, wie groß die Dinger sind. Ich würde gerne wissen, was sie für Schwächen haben. Dann schauen wir mal. Ich glaube, es ist Eis. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wie gesagt, ich kann es gerade nicht hundertprozentig sagen. Deswegen schauen wir mal. Achso, da können wir uns jetzt natürlich auch die ganzen Rüstungsteile von den Deviants machen. Was ja eigentlich auch ganz cool ist. Aber, na gut, wir brauchen natürlich erstmal mehr Scheine, das ist klar. Und dazu müsste man, wenn, dann die ganze Rüstung machen, um da ja wirklich was draus zu bekommen. Oh, Schneelagombi-Pelz. Seltsamer Panzer. Ach, krass. Dass man dafür auch Deviant-Sachen braucht, wusste ich gar nicht. Interessant, das Gummiaugewand X, ja okay. Das können wir vorerst auch noch vergessen. Die ersten paar High-Rank-Rüstungen haben wir natürlich schon. Aber da fehlt teilweise natürlich noch sehr viel. So, Zinogre, da steht er ja schon. Und er hat eine Eisschwäche, okay. Das wollte ich bloß nochmal nachschauen. Habe ich aber doch richtig gelegen. Die Frage ist, haben wir eine Eis... Oh ja, wir haben eine Eiswaffe. Zwar generell nicht die ich jetzt gerne haben wollte, aber wir haben eine Eiswaffe und zwar die Zwillingsnägel. Ich meine, was heißt nicht wollen? Ich hätte jetzt nicht mit Doppelklingen gegen ihn gespielt, aber generell ist halt schon eine starke Waffe. Das ist Eis- und Bombenelement, dazu schöne blaue Schärfe. Da wird er, denke ich, nicht arg lange überleben. Wir ändern vielleicht auch nochmal unseren Helm. Dann nehmen wir was Heldenhafteres. Ja, komm, nehmen wir mal wieder den Erzhelm. Ich habe das Gefühl, den tragen wir definitiv am wenigsten. Die beiden anderen sehen aber auch zu gut aus. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von dem Skeletthelm und die Leute in den Streams feiern halt eben den Katzenhelm total, was ja vollkommen in Ordnung ist. So, Kraft und Panzer, Farbbälle, ja, sieht soweit ganz gut aus.
Nullbären auch. Nullbären und Farbbälle bekommen wir ja eigentlich auch gestellt. Ist ja gerade noch Low Rank. Solange es nur Low Rank ist, können wir es natürlich auch ausnutzen. Und dann essen wir das hier. Und legen los. Da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Gegen jetzt die Nore. Eigentlich sollte es nicht so schlimm sein. Wir sollten jetzt gut overpowered sein. Ach ja. Ich hasse das. Mann. Wieso denke ich da nie dran? Ich weiß es nicht. So. Stil-Technik wechseln. Ja, nehmen wir den Luftkampfstil. Das passt gegen die Zinore eigentlich auch ganz gut. Und dann... Ja, ich bin, glaube ich, nicht so überzeugt von dem Spiralschen. Nehmen wir mal den Wolfsdrachen. Der tut halt immer schon deutlich oder ziemlich gut weh. Das ist, glaube ich, schon so. Okay. Gegessen haben wir. Auf geht's. Vorletzte Dörfler, bitte. Zumindest solange nichts weiteres in Yokomo auf uns wartet. Da müssen wir mal schauen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass da auch wieder ein paar Quests dann kommen werden. Aber mal sehen, weil wir haben ja auch noch ein paar sehr frühe Quests abgeschlossen. Deswegen habe ich da so ein bisschen Angst davor. Ich hoffe aber wirklich, dass es passen wird. So, dann packen wir hier mal alles rein. Das können wir auch mitpacken. Die Frostschüsse brauchen wir nicht unbedingt. Wir könnten auch mal wieder Fernkampf spielen. Das ist jetzt so eine Sache, die ich, schon ziemlich abgelegt habe dann wieder. Aber würde mich natürlich auch freuen, das wieder so ein bisschen aufzunehmen. Fernkampf zu spielen. Ich habe ja bloß erstmal die Schnauze voll gehabt von Fernkampf, als wir es dann wirklich ziemlich ausführlich gespielt haben. Aber mal sehen. Wie gesagt, man könnte mal wieder... Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn wir dann vielleicht auch mal die Waffe ein bisschen verstärkt haben oder so. Mal gucken. Machen wir schon. Okay. Die Gargwas wissen noch nicht genau, was sie hiervon halten sollen. So, wir schnibbeln gleich mal auf den Schweif ein. Bevor ihr überhaupt weiß, was ihn erwartet. Oder was ihn getroffen hat. So, mal sehen, wie wir das hinbekommen. Die ersten Schläge waren schon mal gut. Es wäre natürlich perfekt, wenn wir ihn so lange wie möglich außerhalb seines aufgeladenen Zustands halten könnten. Das wäre eine super Sache. Mal sehen, wie gut das funktionieren wird. Oh. Okay. Weil er wird sich demnächst aufladen. Ja. Okay, er liegt noch nicht, aber wir haben ihn auf jeden Fall da wieder rausgeholt. Da nochmal ein paar schöne Schläge rein. Ich denke auch, er wird nicht arg lange aushalten. Das sind jetzt Drachenältestenklingen. An dem Zustand maximal verbessert. Glaube ich zumindest. Kann sein, dass sie maximal verbessert sind, aber blaue Schärfe ist ja schon für einen Low-Rank schon stark. Von dem wir mal schauen. Na, du hast aber eine ziemlich hohe Balance. Also was das angeht, dass ich ihn nicht umwerfen kann. Aber passt ja. Das heißt ja, dass wir ihm auch so einfach Schaden machen können gerade eben. Und das hat komplett verfehlt. So, du lädst dich wieder auf. Guter Zeitpunkt, um dich zu unterbrechen und dich hinzulegen. Na also, sehr schön. Jetzt muss ich bloß gucken, wie war das nochmal? Zu lange Monster Hunter World gespielt. Keine gute Sache, beinahe die falsche Taste gedrückt, um zu blocken. Okay. Oder sich festzuhalten eben. So, nein. Oh Gott. Ich habe das aber, glaube ich, so machen müssen. Ansonsten wäre das... sehr problematisch ausgegangen. Explosion hatten wir jetzt bisher noch keine. Ja, das war keine gute Idee. Ja, das war überhaupt keine gute Idee. Ich hätte da mal draufhauen sollen, aber ich wollte mich im richtigen Winkel stellen. Ja, gut, egal. Schnibbeln wir da weiter drauf rum. Jetzt können wir es natürlich vorerst mal ein bisschen vergessen, ihn zu reiten. Das ist klar. Aber generell machen wir natürlich mit dem Luftkampfangriff trotzdem gut Schaden. Das ist ja das. Es geht da ja nicht rein bloß ums Reiten. Geht ja auch darum, aber Schaden drauf zu hauen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auf jeden Fall schon sehr gut Schaden gemacht. Wow, das war überhaupt nicht gut. Da habe ich gerade nicht gesehen, wo er da wirklich landen wird. Aber er hat halt bisher noch keine Aufladungsstufe und wir haben ihm definitiv schon gut Schaden gemacht. Und das ist halt der große Vorteil davon. Und ich hoffe mal nicht, dass er jetzt instant in den großen Modus gehen kann. Wir haben ihn sogar wieder geblockt. Er ist zwar aufgeladen, aber ja, ist auf jeden Fall nicht komplett. Wird jetzt aber gleich versuchen. Normalerweise bleibt er nicht lange in dem Modus. Entweder ist es ja ganz oder gar nicht. Ja. So,
So, da haben wir ihm sein Horn gebrochen. Ja, okay, das ging jetzt natürlich dafür umso schneller. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben wir einen aufgeladenen Sinnoh gegen uns. Und wir springen da merkwürdig durch die Gegend. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mich hier überhaupt wieder ein bisschen regenerieren kann. Oh Gott, das war sehr knapp. Auf den Nullbären verzichten wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass das passen wird. Da können wir ein bisschen auf den Schweif gehen. Ja, das hat ihn sogar kurzzeitig zurückgezuckt. Ja. Ich meine, da können wir gut Schaden draufhauen. Das war sein Rücken, der gebrochen ist. Aber, oh. Die gelbe Schärfe ist nicht so schön. Aber leider haben wir seine Aufladung dadurch nicht gebrochen. Das würde ich jetzt aber ganz gerne mal. Kann ich dir da sicher sein, dass ich nicht getroffen werde? Ja, tatsächlich schon. Interessant. Nein? Okay. Danke. Ach, du haust bloß ab. Das ist ja angenehm. Schön. Das könnt ihr öfters machen, aber abzuhauen, statt über mich drüber zu rennen, weil das wäre ja die perfekte Position gewesen. Aber okay. Von mir aus. Ja, okay. Das war blöd. Ohrstöpsel wären natürlich schön, wieder eine schöne Sache. Aber ich habe mich ja diesmal extra nicht für mein Ohrstöpsel-Set entschieden, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Das zum Beispiel war jetzt keine gute Sache. So sollte man vielleicht nicht irgendwas anderes machen. Ja, und der dritte trifft. Da hätte ich nicht rollen dürfen, vor allem eben nicht mit dem Luftkampf. Ich hätte zu ihm rollen können. Das bringt ja generell was. Und mit dem Luftkampf wäre ich dann auf ihn draufgesprungen. Das hätte also schon was gebracht. Naja. Hauen wir jetzt eine Nullbeere rein? Wir haben gar keine, ne? Hm. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, das Spiel stellt mir welche. Das ist... Wieso bekomme ich bei einem Elektromonster keine Nullbeeren? Das ist wohl das gefährlichste Element von allen. Eben wegen der erhöhten Chance auf Verwirrung. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich da dann was bekomme. Vor allem beim Zinoge, wo man es so einfach bekommt. Kannst du jetzt mal aufhören, die ganze Zeit rumzurennen? Das ist nämlich dementsprechend schwierig, dich dann irgendwie anzugreifen. Gott, aufgeladener Zinoge, er ist so ätzend. Ah, oh Gott, was auch immer das war. Achso, das war bloß der... die Schüsse von ihm, okay. Nein! Ach. Er dachte sich, ey, springen kann ich auch. Und ja, er kann. Kannst du aufhören mit diesen Lasern die ganze Zeit? Bitte? Kann ich die vielleicht da mal wieder rausbringen? Gut, ich meine, er ist noch nicht aggro, aber... definitiv sehr ätzend gerade eben. So, und hopp. Ja, okay. So viel zu hopp. Oh, er macht den Hopp vor. Nein! Jetzt kann ich nicht mehr... Doofe Ausdauer. Ja, ich weiß, ich könnte Dings nehmen. Ich könnte Mega-Sprintsäfte nehmen, aber... es lohnt sich immer nie so wirklich, das dafür zu benutzen. Okay, wenigstens zurückgezuckt. Können wir noch mal ein bisschen draufhauen. Und na also, da ist er wieder normal. Perfekt. So, und Klaue gebrochen. Wunderbar. Und er sabbert. Dreifaches wunderbar. Sehr schön. Und jetzt können wir hier draufhauen. Grüne Schärfe noch, aber es ist egal. Kriegen wir mal die Bombe getriggert. Nee, nicht so wirklich. Da legt er sich aber nochmal hin. Prima. Da war die Bombe auf dem Schweif. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Weil es ist ja kein Schnittschaden, sondern bloß Brechschaden. Das sollte auf dem Schweif eigentlich gar nichts bringen, aber egal. Das macht ihm Schaden. Das ist schon mal das. So. Und die Schweine denken sich auch bloß, oh, wir sind gar nicht da. Ich habe noch nie Bullfangus gesehen, die so teilnahmslos sind. Die wissen definitiv auch, okay, wenn sie sich damit anlegen in dem Kampf, dann kriegen sie ordentlich auf die Fresse. Ah, schön. So, schärfen wir da nochmal nach und ja, mal sehen. Vielleicht können wir das dann sogar schon beenden. Jetzt haben wir natürlich gerade alle Vorteile, da er eben nicht mehr aufgeladen ist, da er erschöpft ist. Jetzt wird er wahrscheinlich was futtern. Ich wollte gerade sagen, was willst du essen, aber du isst einfach gerade gar nichts. Hä? Was ist der denn? Nee, gar nichts. Er hat bloß irgendwie zugeschnappt. Okay, interessant. So, ich aktiviere mal den Wolfsdrachen. Das ist ja gerade eben auch eine relativ gute Zeit, um das zu machen. Auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, das zu machen, während er liegt. Aber, naja, da hatte ich es halt eben noch nicht. Doof gelaufen, sage ich mal dazu. So, da kommt die Akrobatik. Das bringt dir aber gar nichts, wenn ich nicht bei dir stehe. Sehr schön. Damit haben wir den Erzmodus. Und da humpelt er.
Ich habe leider nichts zum Fangen dabei. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Zinnoke-Material kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Aber ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Egal. Machen wir ihn einfach fertig. Zur Not können wir ihn ja farmen, wenn wir ihn irgendwie bräuchten. Wie gesagt, Zinnoke-Material kann man eigentlich immer brauchen. Aber passt schon. Wir können mal versuchen, den Schweif abzuhauen, weil das... Zinnoke-Schweife sind so unglaublich... stabil. Okay, gut. Sehr schön. Oder wie sagt man denn? Stabil ist eigentlich das falsche Wort, aber sie brauchen ewig, bis man sie wirklich mal bekommt. Das war das Horn. Sehr schön. Habe ich jetzt auch nicht mehr unbedingt damit gerechnet. Und das war der Zinnoke. Nice. Ich würde sagen, eine gute Jagd. Sehr, sehr schön. Na, interessantere Kamerawinkel. Hier irgendwo ist der Schweif. Ja, okay, da hinten. Dann schneiden wir doch nochmal alles auf. Und damit haben wir die Dörfler bitte erledigt. Wunderschön. Zinnoke ist platt gemacht. Hat, ja, eine ganz gute Zeit gebraucht, würde ich sagen. Sind es, denke ich, 7 bis 8 Minuten. Das passt also schon. Dafür, dass wir schon leicht stärkere Waffen haben, würde ich sagen. Wie gesagt, war das doch eine ganz gute Jagd. Und ja, damit steht im Moment zumindest bloß noch eine Dörflerbitte aus. Die Frage ist natürlich, wie lange das so bleiben wird. Aber zumindest für den Moment sind wir mal beinahe durch. Da gehen wir dann gleich auch auf die nächste. So, bekommen wir da noch irgendwas von denen? Irgendwas Schickes? Mal schauen. Monsterfluid ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, schade. Mehr nicht, aber wie gesagt, Monsterfluid. Auch das kann man immer gebrauchen. Manchmal läuft es echt blöd. Man braucht nur für irgendeine Waffe oder irgendein Upgrade Monsterfluid. Und das kannst du dann erstmal besorgen. Deswegen ist nie verkehrt, das wirklich mal dabei zu haben. Die ganzen Monster, diese ganzen Insektensachen. Okay, Fulgo-Käfer. Einmal viermal. Ja, okay. Zweimal viermal Fulgo-Käfer. Das ist auch sehr gut. Für die Waffen gerade eben braucht man die auch relativ häufig. Deswegen bin ich da immer sehr glücklich, die so zu bekommen. Weil... Naja, 847, okay. Weil ich es nicht so ganz so toll finde, die dann an dem Zinnoke zu fangen, wenn er umfällt. Das finde ich immer ein bisschen doof. Vor allem, wenn man alleine spielt. Deswegen ist das so natürlich sehr viel angenehmer.